Der deutsche Aktienindex DAX hat zum ersten Mal überhaupt in seiner Geschichte den Wert von 20.000 Punkten überstiegen. Am Vormittag legte der Leitindex, der die 40 größten börsennotierten Firmen in Deutschland vereint, bis auf 20.038 Punkte zu. Und das trotz der ungünstigen konjunkturellen Lage in Deutschland. Einzelheiten dazu von Bettina Seidel. An der Börse hat man sich länger zurückgehalten, wollte die Jahresendrallye oder Weihnachtsrallye noch nicht ausrufen. Also die Phase an der Börse, in der meistens die Aktienkurse noch mal Gas geben. Zu dieser Rallye kommt es in der Regel, wenn Fondsmanager auf den letzten Metern im Jahr versuchen, ihrer Jahresbilanz noch ein bisschen mehr Glanz zu verleihen, indem sie von den Aktien ein paar mehr kaufen, die sich gut entwickelt haben. Jetzt ist sie aber da, sagen Börsianer, die Jahresendrallye, die Weihnachtsrallye. Denn das erste Weihnachtsgeschenk gab es heute von unserem Börsenbarometer, dem deutschen Aktienindex DAX. Ganz früh, sogar heute Morgen, schon in der ersten halben Stunde des Börsenhandels, war der entscheidende Moment. Die DAX-Tafel zeigte gegen 9.29 Uhr noch einen Wert von 19.999 Punkten, sprang dann aber um auf 20.000 Punkte und darüber. Es hat lange gedauert diesmal, bis die Euphorie von den US-Börsen auf Deutschland übersprang. Dort in Amerika sind es vor allem die großen Technologieaktien, genannt die glorreichen Sieben. Dazu gehören zum Beispiel Meta, die Meta-Mutter Facebook oder Nvidia. Hier bei uns haben Experten auch ein paar Treiber ausgemacht. Sechs Aktien, quasi die glorreichen sechs. Das sind SAP, Telekom, Siemens, der Siemens-Ableger Siemens Energy und die Versicherer Allianz und Münchner Rück. Hauptsächlich diese sechs haben den DAX seit Jahresbeginn getrieben. Es ging von gut 16.700 Punkten im Jahresverlauf um mehr als 3.000 Punkte rauf. Und 80% dieser Kursgewinne gehen auf das Konto der glorreichen sechs. Bis zu den heute erreichten 20.000 ist es ein Zugewinn von rund 19%. Das DAX-Börsenjahr 2024 ist dabei, eines der besten in der Geschichte zu werden. Und das ausgerechnet in dem Krisenjahr 2024. Hängt vor allem damit zusammen, dass wegen der schwachen Wirtschaftslage Investoren jetzt mehr und mehr darauf setzen, dass die Notenbank die Zinsen deutlich senkt. Einziger Wermutstropfen ist, dass Aktien inzwischen nicht mehr als billig zu sehen sind. Deshalb werden neben dem Hoffen auf die Jahresendrallye auch Rückschläge wahrscheinlicher.